willkommen hier zu einer neuen Folge von EAFC Mobile 24. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Teams. Es gibt heute die nächsten Teams. Liste bleibt gleich. 92 plus sind 5 Punkte. Ihr habt wieder zahlreich Kommentare geschrieben. Und falls du in der nächsten Folge auch drankommen möchtest, dann schreib mir jetzt einfach deinen FIFA Mobile Namen, deinen EAFC Mobile Namen in die Kommentare. Deine derzeitige Liga und deine derzeitige Gesamtbewertung. Dann nehme ich jetzt hier noch ein Schlückchen aus der Wasserflasche und dann geht es rein in das Team von Timon. Prost! So, scrollen wir runter und ich muss da oben hin. FIFA Sturm. Name ist mir natürlich bekannt aus den letzten Jahren. Ich hoffe, dass ich ihn finde. FIFA Sturm gebe ich ein. Aus welcher Liga ist er denn? Er ist aus der Schlachti-Liga. Das heißt, ich könnte auch Trick 17 machen. Habe ich nicht Schlachti in meiner Freundschaftsliste? Ah ne, FIFA Sturm ist mein... FIFA Sturm ist in meiner Freundschaftsliste. Perfekt, wusste ich gar nicht. Timon, sag doch was, Junge. Sag doch was, Timon. Und Timon haut hier auf den Tisch. Er hat einfach einen R9, einen Garincha, einen Vinicius Junior, einen Zinedine Zidane, einen 93er De Bruyne. Er hat Level 20 oder Rang 20 Toni Rüdiger, er hat einen Ballack mit 91, er hat einen Carlos Alberto 93 in der Special-Variante. Er hat einen Oblak, einen Cole, Maldini, das ist ein richtig, richtig geisteskrankes Team. Das ist eine 93er Gesamtbewertung und wir starten heute rein in die neue Folge von Ich bewerte eure Teams mit 10 von 10. 10 von 10 für dich, lieber Timon. So. Dann gehen wir wieder ins Hauptmenü und suchen das Team von Monique Kubitz. Zumindest ist das der YouTube-Name und FIFA-Mobile-Name, EAFC-Mobile-Name ist SC Gladbach. Nicht Gladbach, sondern Gladbach. Wenn ich jetzt auch noch schreiben könnte, würden wir den Kollegen sicherlich auch finden. Der SC Gladbach, Sakura liegt, da ist er, 85er Team, dafür gibt es einen extra Punkt. Und er kommt hier mit einem Flo Würzen, mit einem Zinedine Zidane, mit einem Karim Adeyemi. Diaby, Walker, Hernandez, Paul Torres, Livakovic, Davis und ein Ronaldinho vorne in der Box. Ist solide, natürlich jetzt nicht vergleichbar mit dem ersten Team. Ein Punkt kriegst du hier und für das Team gebe ich dir lockere, flockige 3 Punkte. Somit landest du bei 4 von 10 und 4 steht für Lifestyle. Pup, ich hoffe, du bist mit deiner Bewertung zufrieden. Und wir müssen ja immer ein bisschen fair bleiben, ist ja klar. Pinchago ist der Nächste. Pinchago, Realwappen, da ist er, 89, dafür gibt es 3 Punkte, also 3 hast du schon mal safe und er kommt hier mit einem Dimitar Berbatov und einem Patrick Kluivert. Yo Kimmich, habt ihr das Video von Kimmich gesehen? Zu lustig, bei dem Aus gegen Saarbrücken, wie Kimmich dann da geguckt hat. Benji Pavard, Desailly, ja, ist... Ticken besser als das Team davor, würde ich sagen, und aber keine 5, deswegen 4 und 4 plus 3 sind 7. 7 von 10 für dich, Pinchago. So, gucken wir uns den nächsten Frechdachs an und der nächste Frechdachs ist Raul 777. Nicht Raum, sondern Raul. Raul aus der Liga Deutschland, da ist er. Und das Team hat auch... Junge, 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 Junge. Horry, R9, Mbappé, Garincha. Was für ein Sturm, was für ein Mittelfeld. Bellingham, De Bruyne, Kompany, Alberto, Maldini, Cole, Yashin. Das ist auch safe 5. 5 plus 5 sind auch 10 von 10. Wir haben heute hier 2 10 von 10 Gesamtbewertungen mit in der Folge. GGs an euch und vielleicht beim nächsten Mal auch. Also schreibt eure Teams in die Kommentare und vielleicht ist dein Team dann in der nächsten Folge am Start. Super X Star, Legends FC. Gesamtbewertung 90, dafür gibt es 4 Punkte und er kommt hier mit einem Gerri, mit einem Gerd Müller, mit einem Littmann, Enzo Fernandes, Milinkovic Savic, Kola, Ricardo Carvalho, Manuel Neuer im Tor mit Rang 10 sogar schon. Grealish, Chiesa, Estupiñán, Walker ist für mich eine klassische 4 und 4 plus 4 sind 8. 8 von 10, heute ist ein bunter Mix mit drin, ne? 10 von 10, 8 von 10, 7 von 10, 4 von 10, wir haben alles hier irgendwie gefühlt dabei. So, dann scroll ich wieder runter. Da bin ich gespannt, ob wir den finden. FC Dosenbier mit einem Leerzeichen. Ich bin gespannt. FC Dosenbier, wir finden sogar FC Dosenbier. 86er Gesamtbewertung, dafür gibt es 2 Punkte. Und er kommt hier mit einem Jule Brandt, Chukwueze, Kökçü,
Mukoko, Grealish, White, Desailly, Giroud im Tor. Einfach die Giroud-Torwartkarte. Zu geil. Sehr, sehr witzig. Ich gebe dir für das Team 3 und 3 plus 2 sind 5. Du kriegst die volle Hand von mir. Die volle Hand, 5 von 10 für dich und dein Team, lieber FC Dosenbier. Aber du hast auf jeden Fall das beste, den besten Vereinsnamen. FC Dosenbier. So, dann gucken wir mal. Zocker TCG. Er heißt einfach, ich gewinne. Perfekt. Ich gewinne. SG Haus. Hausam, hier. 92er Team, ich gewinne. Geisteskrank. Dafür gibt es auf jeden Fall 5 Punkte. Dafür das Team an sich, wenn ich das vergleiche mit den anderen Teams, wo ich auch 5 Punkte gegeben habe, würde ich sagen, ist es hier 4. Und somit sind das 9 von 10 für dich. Und 9 von 10 hatten wir, glaube ich, heute auch noch nicht dabei gehabt. Und hier die Sonne strahlt mich an. Weil da ein Fenster ist. Und da halt die Sonne reinstrahlt. Lul. So. Dann haben wir hier den Kölner. Hennes. Oh, ich glaube, das ist so, ne? Ja, da ist er. Kölner. 90er Gesamtbewertung, das heißt 4 Punkte. Und hat er auch einen Kölner im Team? Ne. Er hat einen Marcus Rashford, einen Cruyff, Chiesa, Stevie G, Ballack, Matthäus, Rijkaard, Desailly, Walker, Nuno Mendes und Probedel. Also im Prinzip ein richtig starkes Team. Aber halt immer im Vergleich zu ziehen, 3 wären zu wenig, 5 wären zu viel, das heißt 4. Und 4 plus 4 sind 8. 8 von 10 für dich und dein Team, lieber Hennes. Dann würde ich sagen, gehen wir rein in die letzten 2 Teams für heute. Und beim nächsten Mal gibt es natürlich dann wieder die nächsten Teams. Aber ich kann halt leider nicht in jeder Folge alle Teams bewerten, die ihr in die Kommentare schreibt. Es sind hier wieder 92 Kommentare. Und da kann ich jetzt nicht 92 Teams oder sagen wir mal 75 Teams bewerten. Ich kann immer nur 10 ungefähr pro Folge machen. Das heißt, einfach weiter probieren, nächste Folge probieren. Und wenn ihr schon mal dran wart, könnt ihr es auch wieder gern probieren, falls ihr euer Team geupdatet habt und eine neue Bewertung wollt von mir. Grealish, Eusebio, Garincha, Hernández, Hernández, Rodri, CBG. Das ist für mich... Also das Team an sich 5 Punkte, also mit der Gesamtbewertung, aber das Team an sich 4 Punkte, somit 9 von 10. Leroy in Sané, auch ein witziger Name auf jeden Fall. So, und der letzte kommt aus Stuttgart. Schöne Grüße aus Stuttgart, schreibt da unten hin, sehr nice. Schöne Grüße zurück aus Berlin nach Stuttgart, Milanista 77. Immer ein schöner, freundlicher Kommentar. So soll es sein. Immer schön nett und freundlich bleiben. Gerade in den Kommentaren. Gerade wenn man sich mit einem Benutzernamen verstecken kann quasi. Sollte man da natürlich, weil ich hier gerade lese. Schöne Grüße aus Stuttgart. Ist einfach nett. Ist einfach eine nette Geste. Schöne Grüße aus Stuttgart noch dazu zu schreiben. Fand ich jetzt cool. Vinicius R9, Luis Figo. Sehe ich selten. Pirlo, die Perle des italienischen Fußballs. Zanetti, Mike Nahr. Gebe ich 4 und 4 plus 4 sind 8. 8 von 10 für Milanista 77. Und ja, das war's für die heutige Folge von Ich bewerte eure Teams. Lasst ein Like, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns logischerweise morgen wieder zum nächsten Livestream hier auf meinem Kanal. Und ja, bis dann. Tschüss. Zum nächsten 20 Uhr Folge und Livestream weiß ich gar nicht, wann es die nächsten Livestream gibt. Ich habe mich gerade versprochen. 20 Uhr Folge morgen, Livestream wahrscheinlich eher Dienstag anstatt Montag. Aber sehen wir dann. Ich bedanke mich, ihr seht die Ankündigung und bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll be right back.